Siegfried, da sind wir wieder und jetzt möchte ich dich doch wieder bitten, erzähl doch mal ein bisschen was aus deinem Leben und wo bist du denn überhaupt her? Ja, ich bin in Königsberg in Preußen geboren und ich bin immer noch Preuße. Da lege ich großen Wert drauf. Und wir kriegen dann vor unserer Haustür Also stand. du warst in Königsberg, wie alt? Also ist ja jetzt eine Weile schon her, du bist ja Ja, bis sechs, 76, sechs, ne? sieben Jahre war ich da. Und hatte die Bombenangriffe mitgemacht. In 2 Nächten haben sie ja Königsberg platt gemacht. Und wie war das für dich? War das ganz schlimm oder wie habt ihr das empfunden? Nein, wenn ich immer höre, wie schlimm die Leute das empfunden haben, dann kann ich das eigentlich nicht verstehen. Ich habe das nicht als schlimm empfunden. Wir Jungs, wir waren sofort draußen, haben Bombensplitter gesammelt und Granatsplitter gesammelt, hatten kistenweise von dem Zeug und haben Und uns ihr das hattet dann. gar keine Angst? Doch. Und zwar bei dem ersten Terrorangriff. Da war meine Mutter, war es eine dumme Gans. Oh, Papa. Und ja, die glaubte, was der Engländer sagte, das war ihr Evangelium. Dass die auch nur Propaganda gemacht haben und dass es nicht stimmt, was die sagen. Das war ihr einfach nicht in den Sinn gekommen, weil die waren eben Engländer und Christen und die haben nicht gelogen. Und Hitler war ja ein Antichrist und der hat auch gelogen. Und deswegen durfte so kein Deutschen was glauben. Und da haben die Engländer Flugblätter abgeworfen. Sackheim, das ist ein Arbeiterviertel, Königsberg. Bleibt in den Betten, wir gehen zu den Reichen und den Fetten. Ja, haben die gesagt, die gehen da, wo die Villen sind und schmeißen da Bomben. Aber die Engländer haben das sich nicht an diesem Spruch, sondern haben das Sackheim vollkommen platt gemacht, wo die ganzen Leute waren. Und das war, ja, ich würde sagen, gruselig. Also wenn du durch die Straßen gingst, qualmt es aus den Kellern, es roch schön nach Braten, dass sie da die Leute geschmort haben. Und an den Straßenrändern haben sie Leichen aufgehäuft, die waren so Schmalstücken, so wie Holz außen. Aber das war doch furchtbar gruselig. Ja, aber ich habe Aber das da Angst. hattest du auch Angst, oder? Nö, da war ja vorbei. Was für Also, Angst hast du? aber währenddessen hattest du denn auch mit der. Ja, ich bin während des Angriffs unter den Teppich gekrochen. Ja. Die Luftdruck war so hoch, dass die Türen aufflogen und die ich vom Stuhl runter in die Ecke irgendwo gesegelt bin, gegen die Wand gesegelt bin, wenn sie schweren Sprengbomben abgeworfen haben. Aber den zweiten Terrorangriff haben meine Mutter dann auch schlauer, dann sind wir in den Bunker gegangen. Ja. Und das war natürlich, das war ein Bunker, der gehört zum Haus der Flieger, also was Militärisches, war aber in unserer Straße. Und von wem, was sie mir erzählen, das war nur für die Bonzen und so, also kamen alle rein. Auch die haben die Tür aufgemacht und die Leute reingelassen. Und einer von diesen Fliegersoldaten, der stand vor der Tür und hat uns die Türen aufgemacht und so und im Bunker gab, haben die Frauen da Tee gekocht und Kaffee gekocht und für die Kinder gab es Kekse und Schokolade. Dieses Moment, das Haus hat zwar gezittert, aber es war ja so leise. Nicht immer Und das. hattest nur du keine Angst oder hatten die Nein, alle Angst? auch nicht. Wir haben, also meine Schulkameraden, die auch mit mir da waren, die haben auch, wir haben gespielt, nicht? Wir haben Spiele gespielt. Eher waren die Frauen, die waren alle etwas blass. Ja, aber die haben auch nichts weiter so Panik veranstaltet Nein, oder so, wie nein, das sonst keine manchmal Panik. Die gesagt waren, wird die oder fühlten so. sich vollkommen sicher. Nicht? Also die waren, da waren, das waren ja alles Offiziersfrauen und so, die fühlten sich vollkommen sicher. Da habe ich das erlebt, wie die eine Frau zu der anderen sagte, ich gratuliere Ihnen, dass Ihr Mann zum General befördert ist. Worauf die Frau antwortete, wie kann ein Gefreiter meinen Mann zum General befördern? Und die Damen lachten herzlich. Ui, 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 ui. Ja, aber Ja. die waren nachher alle weg. Meine Mutter. Also mit Kindern, nicht? War meine Mutter die letzte, die noch da war. In Königsberg Ja, jetzt. die haben uns alle gewarnt, haben meine Mutter gewarnt, die hatten schon Frauentag gemacht und haben auch gesagt, geht, lasst euch evakuieren. Und das wollte Und deine die, Mutter quasi nicht und die doch anderen sind. meine Mutter nicht, nee, aber meine Mutter, die hatte gehabt etwas auf Träume und sie träumte, sie zog mit den Kindern Israel aus Ägypten aus. Aha. Und da hat sie ihre Sachen gepackt und ist abgehauen. Als sie das hier träumt. Als sie das geträumt hat. Aha. Außerdem wuchs ihr ein Haar aus den Augenbrauen 10 cm lang raus. Das war Aha. ein schlechtes Zeichen. Und dann ist sie los mit euch. Da hat sie auf Ja, dann ihre hat sie dann. Orakel quasi Ja, gehört, die ja. hat sie vertraut. Und dann sind wir in den Zug gestiegen
Und dann wollte erst gar nicht losfahren, weil die alle nicht gekommen waren. Die haben alle abgesagt. Deswegen war auch der Transporteur nicht mehr gekommen, um unsere Möbel abzuholen. Und ihr durftet Möbel und sowas, habt ihr alles mitgenommen, ja, oder wie war das? Ja, fuhr mit uns im selben Zug mit. Ah ja. Und das haben die dann, ach, das wird ja nicht so schlimm werden. Meine Tante Berta, die glaubte noch, wie wir schon im Erzgebirge waren, sie könnte wieder zurückfahren. Ach Gott. Sie hatte zwei Kinder und wollte, dass meine Mutter auf die aufpasst. Und meine Mutter hat gesagt, nein, das tue ich nicht. Ich kann die Fahrt nicht. Ja. Und ihr wart zu... Dein Vater war... Mein Vater war Soldat. Ja. Aber dem war deine so. Schwester, du hattest noch eine Schwester, weiß ja, ich. Die war, ja. Die war noch nicht geboren. Ah ja. Das war so, wir waren unterwegs hielt der Zug an, dann gab es Frühstück, dann in der nächsten größeren Etappe gab es Mittag, dann gab es Abendbrot, Kaffee nachmittags. Und so waren wir zwei Tage und zwei Nächte unterwegs bis Buchholz im Erzgebirge. Und da war alles schon vorbereitet. Die Möbel wurden in die Zimmer abgeliefert, wo wir wohnen würden. Wir waren in Scheibenberg. Und dann haben sie noch ein Weihnachtsfest gemacht am Bahnhof für uns. Es gab ein kleines Geschenke und ein paar Rosinen und ein paar Nüsse. Und dann sind wir per Taxi in unsere Wohnung da gefahren. Aha. Und wie war das für dich, dass du deine Heimat verlassen musstest? War das eher schlimm oder war das einfach so? Man ist ambivalent. Nicht? Mal war es schlimm, mal war es weniger schlimm und schließlich war es gar nicht mehr schlimm. Nicht? Mhm. Heute finde ich das auch schlimmer als damals. Ich habe festgestellt, dass mit zunehmendem Alter auch die Angst kommt. Unangenehme Sache. Dass du darüber da nachdenken musstest, dass du deine Heimat verlassen musstest. Dass ich da nicht wieder zurück kann. Ah ja. Aber eine schöne Jugend hatte ich ja sowieso nicht. Weil meine Mutter, ja, die hat mich ja jeden Tag geprügelt. Ach Gott, Papa, das ist ja furchtbar. Wir sagen immer alle Papa, weil Papa heißt einfach Papa bei uns. Ne? Das sage ich jetzt auch Papa. Okay, Papa, das ist ja nicht so schön, ne? Nee, das war nicht, weil sie so fromm war. Das ist halt, dass in dieser Zeit waren die Menschen ja alle fromm, die rannten ja alle zur Kirche.